Ein illustres Quartett lud zur Premiere seines neuen Programms und das im Rahmen einer Matinee. Sei denn nicht zu jung, um eine Matinee zu spielen. Mir kommt vor jetzt gerade, du hast vollkommen recht, zu jung. Ich fühle mich schon im Alter, ich bin schon im fortgeschrittenen Alter und jenseits der 50, glaube ich, ist man Matineen tauglich. Da ist man automatisch auscheckt. Ja, ich denke schon. Ja, das wird bei mir nie was. Ich glaube, die senile Bettflucht wirkt sich bei mir immer reversiv aus. Also ich gehe immer später schlafen und wache dafür auch später auf. Ja, Martini, du musst einmal 50 werden. Du hast noch einen weiten, einen weiten Weg noch von dir, weißt Danke, du? Danke, Fifi. Sehr gerne. Kann man sagen, dass das Wiener Lied sowas wie eine Psychotherapie für den Wiener ist? Unbedingt. Viele Menschen kommen zu uns, die heute halt Musik lieben und manchmal warnen sie bei Lieder und lachen und schreien herum manchmal sogar und singen mit. Das ist irgendwie schon eine Therapie. Wir sind halt so eine Mischung aus dieser slawischen, melancholischen Seite und dann auch wieder eher so ein bisschen was westlich-gründliches haben wir auch, aber nicht viel. Und die Mischung ergibt den Wiener mit all seinen grantigen Zwischentönen. Das Schöne ist, ich habe eine Lehre gemacht. Mit 16 Jahren bin ich dann in die Arbeiterschicht eingetaucht und da habe ich die Wiener Seele wirklich von Grund auf kennengelernt. Ne? Ich lese Kirschen für die Wachsen ohne Kern. Wann mir der Himmel kehrt, kriegst jeden Stern. Wenn wir jetzt einen Wiener obduzieren würden, finden wir da das goldene Wiener Herz oder doch eher eine Leberzirrhose? Vielleicht beides. Qualtinger hat einmal gesagt, in Wien zu leben, ohne dem Alkoholismus zuzusprechen, ist eine Mehrleistung, die nicht von jedem abverlangt werden kann.